Am 29. September bin ich von München aus mit einem Charterflugzeug nach Monrovia geflogen. An Bord befand sich auch Frau Dr. Sabine Kirchner und 45 Tonnen Hilfsgüter, die wir mitgebracht haben, um Liberia im Kampf gegen die Ebola-Epidemie zu helfen. Vor Ort haben wir uns auch die Aktivitäten angeschaut, die schon angelaufen sind. Promedica ist vor Ort aktiv. Mit der Partnerorganisation MTI International versuchen wir in der Infektionsprävention zu helfen und auch die Gesundheitsstruktur neu aufzubauen und auf die Ebola-Epidemie vorzubereiten und auch dazu zu schauen, dass sie geschützt sind. Circa 10% der infizierten Leute sind Gesundheitsmitarbeiter, weshalb es sehr wichtig ist, dass wir auch die Gesundheitsmitarbeiter weiterhin trainieren und darauf vorbereiten, dass immer wieder Patienten zu ihnen kommen können, die eventuell infiziert sind. Vor Ort ist die Hilfe auf jeder Ebene wichtig. Es braucht Mitarbeiter, es braucht Hilfsgüter und es braucht auch Awareness. Wenn man vor Ort ist, merkt man schon, dass diese Sachen alle angelaufen sind. Jedes Mal wird man gebeten, die Hände zu waschen. Es wird einem das Fieber gemessen, egal wo man rein oder raus geht. Wir werden weiterhin in Liberia aktiv sein und bleiben. Wir wollen weiterhin Hilfsgüter schicken. Ein weiterer Hilfscontainer ist letzte Woche schon raus und wir planen gerade, einen weiteren Hilfscontainer entweder mit der Bundeswehr oder nochmals per Schiff zu schicken. Und wir versuchen auch medizinische Kräfte zu rekrutieren, die dann vor Ort in den Ebola Treatment Centers arbeiten können oder auch weiterhin, wie auch die Frau Dr. Sabine Kirchner, das lokale Personal trainieren kann und die Gesundheitsstrukturen analysieren, überprüfen und mit Ausstattung helfen kann. Wir hoffen, dass auch Sie für uns in Einsatz gehen, ob das vor Ort ist oder mit einer Spende. Die Hilfe ist wirklich dringend gebraucht in allen Ländern und wir brauchen sie für unsere Projekte, um weiterhin in Liberia tätig zu sein und der Bevölkerung und dem Land im Kampf gegen die Ebola-Epidemie zu helfen.